Das ist das Video Nummer 6 des Kurses für konservierende Einrahmung von Rinaldin. Der Kurs besteht aus 14 Videos und ist von Mal Reynolds, eine anerkannte Autorität in diesem Bereich, bearbeitet und präsentiert worden. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man eine Art Papiertablett anfertigen kann, das das Kunstwerk enthalten kann, ohne Klebestreifen zu benutzen. Ich habe das Kunstwerk auf einem Blatt Papier gelegt. Es handelt sich um ein säurefreies Papier, das besonders für diesen Zweck geeignet ist. Ich habe bereits mit Hilfe des Knochens Rillen ausgeführt, die mir beim Falten behilflich sein werden. Wie dieses Schema zeigt, handelt es sich um 3 Rillen pro Seite in Abständen von 10 mm. Ich werde nun Schnitte in den in diesem Schema gezeigten Stellen ausführen. Indem ich die Rillen als Führung nehme, falte ich das Papier. 3 Falten pro Seite. Dann reibe ich mit Hilfe des Knochens die Falten flach. Es sieht eigentlich schwieriger aus, als es in Wirklichkeit ist. Zum Schluss gebe ich das Kunstwerk in das so entstandene Tablett ein. Ich schneide nun einige Stücke gummiertes Band, feuchte sie an, damit sie klebrig werden, und bringe sie über die Papierteile, die aus dem Tablett herausragen, an. Dieses Schema zeigt die Position des Kunstwerkes im Papiertablett. Alternativ könnte man auch ein Tablett mit einer Falte anstatt 3 anfertigen. Das Tablett mit 3 Falten garantiert allerdings eine bessere Isolierung des Kunstwerkes von den anderen Teilen des Rahmens. Ich werde nun eine weitere Methode zeigen, um das Kunstwerk an der Rückwand zu befestigen, ohne Klebestreifen zu verwenden. Ich bereite zuerst 16 mm breite Papierstreifen vor. Es ist das gleiche säurefreie Papier, das ich vorhin für das Anfertigen des Papiertabletts benutzt habe. In der Mitte des Streifens führe ich mit dem Knochen eine Rille aus, das wird mir das Falten erleichtern. Nun falte ich die Streifen und erhalte somit ein Kanälchen. Ich positioniere das Kunstwerk in der Mitte des Kartons. Blockiere es mit einem Gewicht und bringe den ersten Streifen an der langen Seite an. Ich fixiere die 2 Enden des Kanälchen mit gummiertem Band, nachdem ich es angefeuchtet habe. Jetzt muss ich das zweite Kanälchen fixieren. Mit einem Bleistift markiere ich die Stelle, wo ich das erste Kanälchen einschneiden werde, um einen Schlitz zum Einführen des zweiten Kanälchens auszuführen. Mit einem Cutter führe ich den Schnitt aus und schiebe das zweite Kanälchen durch den Schlitz. Ich platziere das Kunstwerk und fixiere die 2 Enden des zweiten Kanälchens mit einem Stück Gummiband. Gleiche Prozedur für die anderen Seiten. Diese Methode kann öfters angewandt werden, vor allem dann,
wenn das Kunstwerk eine unregelmäßige Form wie dieses hat. Bei dieser Vorführung sind folgende Produkte benutzt worden. Sie finden alle Produkte für die konservierende Einrahmung in der Webseite www.rinaldin.com.